Hey Leute, willkommen zurück zum Resident Evil HD Remaster. Ja, wir machen weiter. Ich gehe jetzt nochmal nach oben, dort wo ich die ganzen Kräuter und Munition habe liegen lassen, sowie die Batterie. Wir könnten jetzt, glaube ich, direkt schon weitermachen im Haus hier. Ich muss, glaube ich, gar nichts mehr groß einsammeln, außer ein Ding in diesem Zimmer hier. Hier, da muss ich was holen, aber das mache ich auch später. Ich will nämlich erstmal alles noch grapschen, was mir durch die Lappen gegangen ist. Denn das ist wichtig. Das ist viel Munition und wir brauchen eigentlich noch eine Menge Munition. Ich weiß gerade nicht. Ich höre hier immer was knarzen und das könnte ein Hunter sein. Ja, was mache ich dann? Ich mache immer die falsche Taste hier. So, geradeaus muss ich. Brrrr. Diese Mistviecher. Oh Leute, ich habe da so Bammel vor, ne? Und hier ist es so düster in der Ecke immer noch. Es ist immer noch so düster. So. Ach nee, das sind ja zwei Grüne. Verdammt. Warte mal, ich bin ja schon ein bisschen angeditscht worden von der Spinne. Von daher kann ich, glaube ich, einen schon mal nehmen. Ein grünes, kein Cocktail. So. Ein grünes Kraut kann ich mir schon mal gönnen, weil dann kann ich auch die Batterie aufheben. Diese Autobatterie da hinten. Ist das eine Autobatterie? Weiß ich nicht. Ich wollte auch die Zombies mit Kerosin verbrennen, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Hier komme ich eh nie wieder her, wenn ich hier einmal fertig bin. So. Klack, tschack. Schrot. Oh, Leute, sehr gut. Sehr, sehr gut. Guck mal, jetzt habe ich 30. 40 Schuss. Geil. Richtig geil. Nimm uns noch das mit. Eine Batterie. Und jetzt gehen wir wieder, oder? Haben wir alles? Oder? Was? War grün, ja. Okay, cool. Ja, ich sag ja, ich weiß nicht, ob es was bringt. Vielleicht gibt es ja auch ein verstecktes Achievement. Es gibt so schön dieses, oder wie heißt das? So schön dieses Haus für alle Räume, die man entdeckt. Und dann gibt es noch eins für alle Kostüme. Dann gibt es eben das, dass man es auf schwer durchspielt. Dann noch eins mit dem Messer. Und ja, was gibt es denn noch? Irgendeins, was mich da noch... Ja, ohne Speichern, das ist aber auch machbar. Da stand auch nichts vom Schwierigkeitsgrad. Also ich denke mal, das kann man dann sogar mit dem... Nee, mit dem Messer besser nicht vereinbaren, aber... Man könnte es auf jedem Schwierigkeitsgrad ohne Speichern mal eben schnell durchspielen. Dann gibt es noch eins unter 3 Stunden. Auch das kann ich mir mit Jill sehr gut vorstellen. Mit Chris ist es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, die ganze Geschichte. Mal sehen. Nee, ich glaube, mit Chris wird das ein bisschen heftig. Also gerade mit den Gegenständen. Ja, doch. Also wenn man genau den Plan im Kopf hat, wie es funktioniert, nicht so wie ich jetzt, dann geht das auf jeden Fall. So, die lege ich mal ab. Die werde ich dann brauchen, wenn es soweit ist. So, und hier haben wir noch... Ne, warte mal, die kann ich mir gar nicht erlauben gerade, die Pistolenmunition, weil ich brauche 2 Plätze jetzt, oder mehr sogar? Weiß gar nicht, ob ich 2 oder mehr Plätze jetzt brauche. Das meine ich halt, es ist so viel hin und her gelatsche, ne? So viel Latscherei. So, machen wir das noch. So, hier ist nämlich wieder dieses Knarzegeräusch. So, der Brief an die Sicherheit, an den Sicherheitschef. Ja, für alle, die sich fragen, warum ich das nicht vorlese, ich bin ja generell ein Vorles-Let's Player. Ich habe das schon getan im Remake auf GameCube, was ich vor kurzem mit Jill gespielt habe. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Dass du Bescheid weißt. Das gilt jetzt an dich. An dich gerichtet ist das, die Person, die fragt. Die anderen wissen das ja schon. So. Oh, da ist noch mehr Schrot. Geil. Wie nett. 46. Mann, Mann, Mann. So, warum ich das hier mache, werdet ihr gleich sehen. Diese Adlerstatue verfolgt mich nämlich. Und da muss ich jetzt ein bisschen auf Geschwindigkeit machen. Außerdem muss ich das Licht ausschalten. Dann seht ihr, im Stierkopf, da ist was. Ebenso hier im Elch. Und ein Edelstein. Das ist der Stier, genau. Der gelbe Edelstein. Der sieht schick aus hier. Katschank. Aha, zu langsam, zu langsam. Und ein roter Edelstein. Ihr erinnert euch vielleicht noch, es hieß in dem Tigerkopf, den wir unten gefunden haben, ein Tiger mit einem blauen und gelben Auge.
Das heißt, den roten Stein brauche ich hier schon mal nicht. Den kann ich jetzt einfach ablegen, wenn ich das will. Mache ich auch. Und dann werde ich erstmal zurückgehen in die Haupthalle, weil ich möchte nicht hier unten lang gehen. Nee, nee, nee. Das. Ihr habt es ja bei Jill gesehen. Das. Nein, das war eklig. Und das möchte ich nicht nochmal haben hier. So. Erstmal. Den roten. Den packen wir mal. So, den ganzen Kram, den wir sowieso noch brauchen werden. Da werde ich auch mal die Winde hinlegen. So. Ich glaube, die Pistole, die lege ich jetzt auch mal ab, weil mit der Schrot geht es genauso gut. So. Und dann habe ich auch mehr Platz, ne? Okay. Ist gut soweit. Aber ich nehme noch ein bisschen Heilung mit, glaube ich. Oder? Nee. Nee, nee, nee. Oder? Doch. Ich habe zu viel Angst. Es kann sein, dass mich so ein Hunter direkt auseinandernimmt. Und so ein Hunter kann einen mal ganz schnell zerbixen. Das ist gar kein Thema. Die machen das so flott. Und ich möchte hier ungern orange rumlaufen, weil es kann immer wieder was passieren, ne? Also orange ist echt Arsch. Dann gehörst du der Katze. Der Katze. Aber da draußen sind ja noch Heilkräuter. Naja, ist egal jetzt. Ich habe bald wieder ein bisschen Platz, weil ich den letzten Schlüssel benutze. Okay, ganz ruhig. Der auf die Sau. Und halt nicht. Arsch. Arschklauen hier. Hey, ich hab's geschafft, ohne getroffen zu werden. Ich bin so ein bisschen zufrieden mit mir. So ein bisschen. Ich meine, zwei Hunter, das ist kein Pappenstiel, glaubt mir das. Die sind schon recht mies, die Viecher. Die können einen ganz schnell anspringen und dann hat man den Salat. So. Hier, letzter Schlüssel. Immer noch nicht. Hä? Wo kann ich mit dem Helmschlüssel... Lass mal kurz... Da liegt was, ein Tagebuch. Hier ist ein handgeschriebener Eintrag, kein Datum. Das Geheimnis dieses Gemäldes, Schloss Schwanstein. Aber ich wollte eigentlich noch gar nicht hier rein. Warum, könnt ihr euch vielleicht denken? Denn ich habe noch was zu tun. Mit dem Kristall zum Beispiel. Wo ist denn hier noch eine Tür? Ach, die da... Nö. Da unten vielleicht. Im Keller? Ach, nö, ich bin so... Oh, ich bin so ein Eumel. Da könnte ich jetzt eigentlich direkt nochmal hinrennen. Mache ich jetzt, glaube ich, auch, Leute. Oder? Ne, jetzt komm, jetzt habe ich den Kristall und ich weiß eh, was ich dafür kriege. Von daher mache ich das jetzt eben schnell. Dann machen wir das halt schnell. Bevor ich jetzt echt alles 10-mal ablaufe, ist doch Quatsch, ne? Oh Gott, hier könnten auch überall... Stell ich mir vor, ihr kommt jetzt hier rein, auf einmal sind da 10 Hunter drin in so einem Speisesaal. Das wäre natürlich ein Traumszenario. Ein Albtraumszenario wäre das. So, hier wollte ich rein. Ich hoffe mal, dass hier alles ruhig ist soweit. Bitte? Och nee. Und ich habe kein Kerosin dabei, ne? Ah. Ach, du bist schon tot? Okay. Alles cool. Schön, wenn du tot bist. So, jetzt legen wir mal hier einen Edelstein ins Auge. Und bekommen dadurch... Tata. Eine Modisk. Mhm. Ja, das ist natürlich optional, dass man das macht. Habe ich schon mal erklärt bei Jill. Aber ich sag jetzt mal nichts dazu. Wie gesagt, ich muss immer davon ausgehen, dass Leute jetzt neu hier sind bei mir auf dem Kanal und das Spiel noch nie gesehen haben und erst durch dieses Remake darauf aufmerksam wurden. Weil ich meine, damals hat halt noch nicht jeder gespielt oder war auf der Welt oder... Ne? Oder hat Bock auf das Spiel, weil es halt schon ein bisschen altbacken ist vielleicht. Ah, guck mal, der bleibt... Mist, es gibt nämlich ein Achievement, dass man zwei Zombies auf einmal abfackelt. Das hätte ich hiermit schaffen können. Aber, na gut, der wäre eh aufgestanden, der eine, glaube ich, oder? Dramatische Musik.
So, jetzt gehen wir nämlich erst nochmal zurück. Zurück, zurück, zurück. Und dann bin ich ja mal gespannt, was uns da erwartet. Beziehungsweise, ich weiß ja schon was, aber ne, aber ich will halt die letzte Tür jetzt aufschließen und dann ist das fertig. So. Oh Leute, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, wenn ich dran denke. Diese blöden Hunter. Ich weiß nämlich, glaube ich, noch ungefähr, wo einige kommen. Ich weiß eigentlich genau, wo alle kommen, wenn ich so drüber nachdenke, aber es ist... ne? Immer noch ein bisschen einschüchternd, das Ganze. So. Können die eigentlich Türen öffnen? Ja gut, die können Türen öffnen, haben wir ja gesehen. Aber ich meine, können sie auch hier? Im Herrenhaus? Ich meine, ja, ne? So, wir gehen nämlich hier hin. Ihr wisst ja noch dort, wo der Schild... nee, der Rüstungsschlüssel war. Da habe ich hinten noch eine Tür. Die kann ich noch öffnen. Nee, da lang. Hier. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt so klug ist. Weil es ist gleichzeitig auch was, das... ich glaube, recht ekelhaft wurde, oder? Ja, ich glaube, das wird recht ekelhaft. Erstmal nachladen. Einmal haben wir ja... doch, einen Schuss haben wir. Das wundert mich übrigens, dass so ein Crimson Head mit einem Schuss schon kaputt geht. Ein Schuss und er ist futsch. So. Und den brauchen wir jetzt nicht mehr. Wunderschön. Oh, nee, ich muss doch noch... ah. Muss ich? Nee, muss ich eigentlich nicht. Vergesst, was ich sage. Ich überlege nur gerade. Oh, yeah. Zwei Kräuters und ich habe... ja, das ist meine ganze Munition, die ich hier habe, ne? 41 Schrotmunition. Das könnte ein bisschen... könnte ein wenig knapp werden, oder? Snake! Snake! Oh nein. Sieht mehr aus wie so ein Molch, ne? Hab ich schon mal gesagt. So ein kleiner Molch. Am besten immer hinter hier bleiben. Uah, das ist nicht hinter hier. Ich meine halt so hinter ihr, dass ich nicht treffen kann. Okay, ich bin... nur Warnung. Nur Warnung ist cool. Au, wie? Ich stand hinter dir. Na? Oh, jetzt bin ich aber... no, ich bin... okay. Okay. Alles cool. Kannst du dich nicht um die eigene Achse, hä? Du bist viel. Sie hat mich nicht vergiftet. Das ist echt voll die winzige Schlange, ne? Guck euch das mal an. Guck mal, wie süß. So ganz klein. Die ist ja gerade... stell ich mal vor, die wäre in der normalen Größe. Dann wäre die vielleicht so lang wie ein Unterarm, maximal. Und ein Buch. Letztes Buch, Band 2. Letztes Buch von was? Oh, Leseratte. Seht mal, das ist zum Beispiel auch ein Achievement, was man nicht sieht in Steam. Das sind diese geheimen Achievements. Und ich wette mit euch, da gibt es auch noch andere, die ich jetzt vielleicht bekommen werde, weil ich so gründlich bin. So, hier haben wir alles. Und ich kann die Tür... ich weiß nämlich noch, im Klassiker, da konnte man hier nämlich durch. Der Türgriff ist kaputt. Ja. Ich weiß es ganz genau, dass ich hier durch konnte. Naja. Und hier war eben noch rot. Hier oben auf der... ne, okay, das war... das galt für das Buch mit. Na gut, dann habe ich hier alles. Schön, ne? Hauptsache gründlich. Das ist meine Devise. Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. So. Eieieiei, diese Zombie-Schlange. Na gut, sie ist ja keine Zombie-Schlange in dem Sinne. Sie war ja noch... ich muss immer kurz lauschen. Sie war ja noch recht gut dabei, ne? Sie war zwar ein bisschen angefressen. Ich weiß nämlich, auch da möchte ich jetzt nichts verraten, da ich das irgendwann noch spielen werde, den DC auf PlayStation oder PC. Also Director's Cut von Resident Evil 1. Die kann auch ein bisschen anders aussehen, sage ich mal so. So. Mehr aber nicht dazu.
Ist das jetzt eigentlich clever, wenn ich hier komplett durchlaufe? Oder soll ich da unten raus? Ne, dann komme ich die Treppe da runter. Ne, 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 das wäre... Ne, ne, ist schon gut so, wie ich jetzt laufe. Oder? Ja, das ist eigentlich totaler Quatsch, dass ich hier komplett immer abkürze. Ich kann ja auch hier direkt einmal durch in die Haupthalle, ne? Wenn ich da jetzt nämlich wieder an der Treppe vorbeigehe, wo das Medizinräumchen ist, das ist totaler Quatsch. Warum habe ich das eigentlich die ganze Zeit so gemacht? Verstehe ich nicht. War ich ein bisschen ineffizient vom Weg her. Naja. Was soll's. Nee, aber so langsam, ich meine 30 Schuss sind zwar noch gut, aber irgendwie mache ich mir trotzdem ein bisschen Sorgen, dass das ausgehen könnte, wenn ich so weitermache, ne? Problem ist halt, es gibt nichts, was sich lohnt, mit der Pistole abzuschießen hier. Das ist alles Schrotflintenfutter. Die Hunter und so weiter. So. Jetzt können wir hier rein und schauen, was es da noch hat. Ich glaube, da gibt es auch nicht mehr sehr viel. Ich sehe nicht noch was. Könnten das ein Teleskop sein? Das sieht ziemlich alt aus. Ja, dann ist das so. Ich glaube, hier liegt noch ein Farbband in der Schublade. Da werde ich aber gleich mal schauen. Ich gehe erstmal hier hinter. Weil es kann sein, dass ich gleich sowieso noch was nutzen muss aus dem Inventar. Bäh. Hallo. Klack, klack. Oh ja, seht ihr daneben, was da stand? Eine Kiste im Regal. So. Wunderbar. Und die nehmen wir uns mal raus. Was haben wir denn da? Ein Schmuckkasten. Und da... Oh ne, da muss ich was ein... Ja, okay. Da muss ich nämlich was einsetzen. Was ich jetzt leider nicht dabei habe. Ach Mann, dann muss ich ja trotzdem noch einen Platz. Dann werde ich mal die Kräuter schnabulieren. Ich habe noch so viel. Ist egal, Leute. Ist egal. Wisst ihr noch, bei Jill ist hier noch was anderes passiert. Es war nicht so schön, was da passiert ist. So. Gut. Haben wir alles. Ja, da kam nämlich ein Hunter rein und hat mich angefallen. Ja, wisst ihr es noch? Ah, schöne Zeiten waren das. Als die Hunter Jill noch schnabulieren wollten. So. Am besten ist es eigentlich... Ich habe jetzt nämlich hier alles fertig... Das heißt, ich muss jetzt theoretisch nur noch den Gang hier durch, bis dort hinten... Warte mal, wie ist es denn, wenn ich hier oben lang gehe? Das geht eigentlich auch, ne? Aber ich weiß nicht, ob da jetzt Hunter kommen. Ach komm, ist ja egal. Ich mit meinen Huntern, ne? Immer Hunter, Hunter, Hunter. Der Jäger, Jäger. Okay, wir gehen jetzt nämlich hier durch. Das geht am schnellsten vom Weg, aber von der Sicherheit weiß ich es halt nicht. Ach, nee, warte, ich glaube, hier passiert noch was. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich hier lang gehe. Ja, da ist niemand. Auch niemand. Auch niemand. Ich gehe jetzt nämlich mal hier durch. Ich weiß nicht, ob da ein Event kam, aber ich meine... Ich verrate schon wieder zu viel, ne? Tut mir leid. Schade, da fehlen mir irgendwie die ganzen Events, Leute, weil ich weiß noch... Also ich kann es jetzt sagen, weil ich bin mir sicher, dass es nicht mehr passiert. Dass wenn man hier durchging, man irgendwann Rebecca hat schreien hören und dann musste man ihr helfen. Ja, also konnte man. Das ist halt immer, ich sage ja, es ist immer random, je nachdem wie man hier lang geht. Und ich bin jetzt halt die Wege, die wahrscheinlich nicht jeder geht, der es blind spielt, weil ich kenne das Spiel ja schon, natürlich. Ne? Also damit habe ich jetzt quasi das Event umgangen, genauso wie das, dass ich mit der Pflanze da gepackt wurde. Ich glaube, das passiert nämlich, wenn man zu lange braucht. Zack, da setzen wir den Stein ein, dafür ist er nämlich gut. Und jetzt können wir ein bisschen puzzeln. So, das machen wir einmal so. Warte, zack. Einpassen, wunderbar. Ja, das hier können wir noch drehen. Ja, die kommt da oben hin. So. Das hier ist, glaube ich... So. Bin gerade nicht so ganz sicher. Nee. So, ne? Ja, so sieht das doch besser aus.
das hier. Nicht? Warte mal. Nee, was? Voll doof. Das hier gehört aber auch so, ne? Mach ich denn? Das gehört so. Hä? Okay, irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Ne, das hier ist doch der Adler. Na egal, Leute, ich würde sagen, ich puzzle noch ein bisschen und dann... Warum habe ich das gerade falsch gemacht? Ich habe das letztes Mal immer perfekt hingekriegt, glaube ich. Ne, das kommt hier ganz oben hin, guck mal. Dann haben wir das hier. Das ist genau die Mitte, das gehört so. So, ne? Das hier... Ne, das muss eigentlich so gehören. Das ist genau die Mitte. Ah, ist egal, Leute. Ich mach das schon. Eigentlich kann ich sowas ganz gut, glaube ich. So gehört das jetzt nämlich. Genau. So. Dann das hier. Ich kann es auch nicht sein lassen, ich weiß. So. Und das hier da unten hin. Dann haben wir es doch. Perfekt. Na gut, liebe Leute. Jetzt haben wir noch was bekommen. Eine Brosche. Was es mit der auf sich hat, sehen wir jetzt. Ein Schlüssel. Und den können wir gleich wo einsetzen. Auf jeden Fall mache ich das nächsten Part. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst mir auf jeden Fall noch was Schönes da. Gebt mir ein Like, schreibt mir einen Kommentar. Ich speichere mal. Mache ich jetzt alle zwei Parts, dann habe ich einen guten Schnitt. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Resident Evil HD Remaster.